in der letzten Episode. Ja. So. So hungry. Was ist der fertig? Hä? So eine interessante Rechnung, muss ich ja schon sagen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus. Wir sind in der Folge 66 und zurück. Ja, im Lagerbüro. Es ist mitten in der Nacht. Ja, und die Temperatur steigt wieder. Prozent ist aber sehr gut dabei. Ah, wir haben nur ein leichtes Unterkühlungsrisiko. Das dürfte wahrscheinlich demnächst auch geheilt sein. Ich gucke gerade mal. Wir haben doch hier das Ding. Das müssen wir ablegen. Und ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, wir sind eigentlich auch noch fit, aber wahrscheinlich können wir nicht Pfeile basteln. Nehme ich mal an. Ja, natürlich nicht. So. Gut, Moment, Sekunde. Das heißt, ja, es ist eine neue Aufnahmesession und so. Okay, wirklich viel Wasser haben wir nicht. Wahrscheinlich steht hier auch nichts richtig. Aha, warum ist hier ein Punkt? Ah ja, da ist es geheilt. Okay. Nee, dann müssen wir... Wasser kochen, weil das bringt so nichts. Wir haben zwar was getrunken, aber dann haben wir morgen früh nichts. Und da wir jetzt eh noch nicht müde genug sind für die Nacht, machen wir das einfach jetzt. Dann passt das. Aber wir haben nur noch eine Fackel, krass. Wie ist es eigentlich auf Streichholz technisch? Hervorragend. So, damit ihr auch mal was seht. So, das ist eine Stunde. Doch, wir haben noch ein bisschen Wasser. Wir machen es jetzt trotzdem. Sag mal, habe ich eigentlich Zunder? Ja, Gott sei Dank, ey. Okay. So, das nehmen wir auch noch. Und dann, den Stock hat nur 60%. Warum? Weil ein Buch 80 hat. Okay, aber die haben wir alle noch nicht gelernt. Kann das sein? Nein. Haben wir noch nicht. Haben wir nicht Bücher, die wir schon gelernt haben? Ja, die sind es wahrscheinlich nicht. Das da zum Beispiel. Ja. Natürlich. Natürlich. Nee, falsch. Da wollten wir hin. Das da. Nee. Kochen war es doch, oder? Sehr schön. So, Fackel aus. Gut. So. Ja, hau erstmal die drauf. Wir hatten noch Stöcke, das ist ja gut, dass wir aufgenommen haben. Ja, das ist immer dann, wenn man halt neu anfängt sozusagen. Lackballing-Tee haben wir. Wir haben einen Kräutertee, aber den haben wir noch nicht gekocht. Ja, okay, dann machen wir erstmal Kräutertee. Damit wir das Ding erstmal gekocht haben. So, jetzt haben wir, jetzt einen Kaffee. Wir haben den Tee gekocht, wir haben Lackballing-Tee, aber Hagebutten haben wir noch nicht. Dann machen wir das mal. Ja, komm. Sehr schön. So, dann hauen wir nochmal Stöcke drauf. So, dann machen wir erstmal 4 Liter. This pack is getting kind of heavy. Das stimmt. So, abkochen. Hervorragend. So, dann nehmen wir uns eine Fackel. Nein, nehmen wir nicht. Machen erst einen Stock rein. Dann nehmen wir uns eine Fackel. Die machen wir aus. Und dann... Nein, weg damit. So. Dann hat sich das Thema erledigt. Ja, es ist natürlich immer noch dunkel. Aber wir wissen ja ungefähr, wo es lang geht. Zum Glück sind die Fenster da. So kann man sich ein bisschen orientieren. Bett. Sehr schön. Gut. Sag mal, wie viele Stunden schaffen wir jetzt? 6 Stunden. Das sind diese 3 Stängel. Ja, dann. Ist die schon... Ja, die ist schon angefangen, okay. Wir müssen sie trotzdem nochmal aufmachen. Ist ja interessant. Gut, dann 6 Stunden. Guten Morgen. Ja, jetzt seht ihr auch was. Hervorragend. Knapp 5 Minuten in die Folge. Ja. Okay, das heißt, wir machen jetzt als erstes eine riesengroße Auslegeaktion. Ja, wir müssen hier ein paar Sachen loswerden. Dass wir erstmal damit zu Rande kommen. Right now. jetzt hat sie natürlich wieder Hunger. So, die Stöcke kommen jetzt alle raus, weil wir sind jetzt im Rätselsee. Nee.
So funktioniert das. Genau, das Altholz haben wir schon alles abgemöbelt. Aber wir lassen mal einen dieser Brandbeschleuniger da. Sekunde, so rum. So. Und jetzt können wir das Öl ablegen. Gott sei Dank, Leute, Gott sei Dank. Dafür nehmen wir die Lampe wieder auf. Ja, das ist halt... Was willst du da machen? Wobei, eigentlich wäre es richtig hier. Ja, die ist fast genauso schwer wieder. Juhu. Okay, das Reh ist getrocknet. Wir haben ein Brecheisen. Wir haben die Säge mitgenommen. Warum haben wir die Säge mitgenommen? Wollten wir die nicht dort lassen? Ach, verdammt. I need something to eat. Okay, das sind unsere selbst gebastelten Dinge. Das müssen wir schon wieder aufmöbeln. Das haben wir relativ viel verwenden müssen, als wir unser Bogen und so weiter gezucht und gebaut haben. Wir müssen auch noch ein bisschen, wir bauen noch ein paar Pfeile, bevor wir wieder aufbrechen. Und vielleicht bleiben wir sogar heute hier. Ja. Es wurde hier der Wunsch geäußert zu lernen und ihr habt auch vollkommen recht. Wir müssen lernen. Wir werden das versuchen draußen zu machen, aber erstmal müssen wir uns die Pfeile basteln. Das ist wichtig. Den Pfeil basteln, weil das ist wichtig. Ja, juhu. Okay, Sekunde. Wir haben noch mehr Bücher. Wie sieht's aus mit Futter? Ach du Schande. Ja, so viel wird das mit Lernen, aber nichts, Leute. Ach du Schande. Ja, wir müssten uns eigentlich erstmal was schießen, um ehrlich zu sein. Das sind ja nur Ahornschösslinge, richtig? Mist. Okay, gut. Den haben wir ja gerade erst mitgebracht. Der gibt dann nochmal 3 Pfeile. Dafür haben wir auch schon die Spitzen. So. Leder, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Kleidung? Ja, das müssen wir auch machen. Wir gucken mal vor der Tür, wie warm es ist, weil vielleicht können wir das hier draußen machen. Ja, bei minus 14 Grad. Ja, da vorne läuft Futter. Ich mach's mal rechts oben die Ecke, weil der Kontrast ist nicht so gut. Da läuft's. Weil Wölfe kann man noch nicht essen. Also noch nicht in Massen, sage ich mal, dass wir davon lernen können. Ja, apropos. Ja, nee, bei der Temperatur lernen, keine Idee. Nee, natürlich nicht lernen. Beziehungsweise, wie lange dauert denn das? Nähzeug benötigt. Haben wir das nicht dabei? Ah, das haben wir dort gelassen. Stimmt, da war was. Ja, naja. 78%, okay. Haben wir sonst noch was aus Leder? Ja, die Schuhe. Natürlich, ist ja klar. Mhm. Juhu. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssten... Okay, dann mache ich erstmal mit der Auslegeaktion weiter. Wir waren hier noch nicht fertig. Davon legen wir erstmal wieder 2 Liter ab. So. 1. Zum Glück haben wir lange Arme. Wir sind zwar klein, aber wenigstens das. Ist ja schon mal ganz praktisch. So. Ja, das Futter behalten wir erstmal. Fangen wir von oben an. Brauchen wir alle Streichhölzer, wo wir jetzt im Rätselsee sind? Ich glaube nicht. Huch. Hat sie so unter den Teppich gelegt. Na, sehr gut. Dann machen wir die Schlange einfach noch länger. Lupe behalten wir. Ja, die Bücher halt. Das sind diese Lerndinger-Bücher. Legen wir die erstmal woanders. Wir können sie halt nicht da reinlegen. Ich kann nicht sagen, leg sie da rein. Das geht zwar mit einem, aber nicht mit allem. Ja, wir haben viel zu lernen. Alter Schwede. Okay, da sind wir doch jetzt schon ganz schön leicht geworden. Die Tees, die nehmen wir aber jetzt erstmal nicht mit. Wobei, eigentlich doch. Wir nehmen die Tees mit und lassen die Tabletten da. Zumindest magentechnischer Natur. Und schmerztechnischer Natur. Lassen wir mal eines da. Das sind 2 Anwendungen. Ja, wir nehmen sie halt mit. Okay, das passt so. Das bleibt auch da. Gut, Kleidung, das haben wir ja alles an. Von daher, da braucht man nichts abzulegen. Das behalten wir. Ich gucke jetzt nur erstmal rein, ob man da... Ja, die Magnesiumfackeln. Ich pack's jetzt dazu. Das macht zwar wenig Sinn, aber ich pack's doch dazu. Trotzdem dazu. So. Den Wetzstein nehmen wir mit, weil wegen dem Beil. Das bleibt hier und die 2 bleiben hier. 19,6 Kilo. Was, du hast schon wieder Durst? Okay, also vom Prinzip her, wir müssten uns was zu essen besorgen hierfür. Ja, so sieht's eigentlich aus.
Wo ist denn unser Essen? Nicht mehr da. Gut. Wahlweise könnten wir natürlich auch angeln. Das ist natürlich auch die Idee. Haben wir die Säge noch dabei? Ja, wenn, dann wäre sie bei Werkzeug. Jetzt überlege ich gerade, wo gibt es denn hier Metalldinger? Eigentlich ja nur im Bunker. Im Damm. Im Bunker auch, aber der gibt es ja hier nicht. Weil wir haben Nähzeug ja nichts dabei. Was sagt denn euch die Temperatur? Minus 10. Es ist kein sehr warmer Tag. Leider schon. Aber unser Federspender ist aktiv. Das ist doch schon mal gut. Ja, wir müssen auch noch auf Birkenschösslingjagd gehen. Und ich war so schlau und habe mir keine Karte geholt. Ah, da vorne steht er. Okay. Der Fleischspender. Er ist nur in der falschen Richtung. Man müsste ihn halt umgehen und in die andere Richtung pushen, dass er sich eher vorm Lagerbüro aufhält und nicht so sehr an den Gleisen. Müssen wir mal gucken, ob wir den umlaufen können. Vor allem von Wolfsseite her. Weil hier vorne laufen ja auch gern mal welche herum. Aber ist gerade keiner da. Okay. Sekunde. Wir machen das gleich. Ist das wieder so ein überhängendes Ding? Nö, das sieht eigentlich ganz okay aus. Ja. Komm, den kleinen. Ah, komm. Ah, wunderbar. Hey. Ja, der Hirsch an dem Teich. Ist halt das Problem mit den Bären. Ach, das nervt halt schon. Dass der da halt einfach urplötzlich irgendwo auftauchen kann und vor allem nur ein paar Meter von dir entfernt. Ich bin ja froh, dass er nicht dann schon im Angriffsmodus ist, wenn er dann auftaucht. Das ist ja auch nicht so geil. So. Achtung. So, jetzt sind wir genau. Ja, die Temperatur. Da vorne ist er. Komm mal den noch ein bisschen in die Richtung scheuchen. Ja. Okay, sobald er sich umdreht, gehen wir die Hocke. Oder still stehen bleibt, okay. Wir müssen dann zwar aufstehen zum Anvisieren, aber der ist da gerade perfekt. Ja, Ruhe. Okay. Oh, geil. Direkt davor, Leute, direkt davor, das ist perfekt. Geil. Ich bin begeistert, Leute. Ja. rate mal, was uns fehlt. Ja, er gefriert jetzt. So, Sekunde. Das werden wir beheben. Ich werde gleich mal gucken, wie viele Stunden der braucht. Und, wie viel Prozent... Nee, was? Wie viele Stunden der braucht, um auseinandergenommen zu werden. Weil es ist Wind, quasi windstill. Also quasi. Dann werden wir uns einfach ein Feuerchen machen. Wenn ich den Viertel... Eine Stunde, okay. Ist klar, dann brauchen wir nicht so extrem viel Holz. So, dann nehmen wir uns wieder ein Buch. Ja, es ist relativ kalt, wir brauchen ein paar Stöcke. Oh, was war das denn? So cold. Ach, gibt's schon Federn. Die sind aber auf Zack hier, die Krähen, alter Schwede. Ja, Sekunde. Ach so, nee, Moment, ich muss mir das angewöhnen.
Nee, das muss ich mir nicht angewöhnen, weil sie nimmt dann die falsche. Wenn wir zwei haben. Leider schon, ja. Komm, direkt daneben. Hervorragend. Ja. Ach, geil. So, die Fackel können wir wahrscheinlich reinwerfen. Ja, ja, die ist nur noch bei die Hand. So, dann warten wir mal kurz, wie es mit der Temperatur aussieht. Ja, auch ein krasses Bild. Abgefahren. Ah, sie geht drauf. Hervorragend. Das reicht nämlich jetzt. Was ist denn... Ja, nehmen wir das Messer, komm. Ja. Komm, aus damit. Und, Wasser schmelzen. Ja, wir kennen das schon. Wir nutzen das. Soweit es geht. Okay, Sekunde. Dann werden wir erstmal auslegen, unsere Ware. Eins. Und zwei. Und das Fleisch nehmen wir draußen auseinander. Besser ist auch, guck mal, es klart auf. Der Hirsch ist übrigens schon... Ach, guck mal. Echt, sind das vier Viertel dann. Doch. So. Sehr schön. Was sagt die Temperatur? 0 Grad. Boah, das ist ja der Hammer. Dann halten wir es ja eine Weile aus. So. Wie viel macht es mit der Hand? Ja, es dauert halt. Aber wir haben es ja nicht eilig, also von daher. Solange die Temperatur passt, ist ja alles grün. So, trinken. Sehr schön. Zerlegen. Geil. Geil, 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 Leute. Nee, es ist nur Wind. Okay, es ist kein Blizzard oder so. Wenn die Temperatur zu krass wird, hören wir hier auf. Nö, alles gut. Die gehen sogar zwischenzeitlich wieder rauf. Geil. Tja, sehr schön. Damit sind wir dann am nächsten Tag tatsächlich gerüstet, was das Lernen angeht. Das ist doch geil. Ja, Wasser müssen wir natürlich auch kochen. Nee, Sekunde. Okay, wo bist du? Nimm mal dich. Ja, wir probieren das jetzt mal ohne Buch. Ja, coole Sache. Komm, weg damit. Ja, weg damit. Ja, nicht so viel labern drauf. Müssen wir mit labern dabei, anstatt hier mal zu arbeiten. Stücke haben wir denn noch? 6 Stück noch, okay. Wo ist es denn? Da. Was sagt eigentlich der Skill? Naja. Das dauert noch. Komm drauf. Weiter. Okay, wir haben noch immer noch 2. Mann. Wir müssen das Wasser auch noch abkochen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Sehr schön, ein Blizzard, ist das nicht schön? So, das. Okay, dann machen wir nochmal einen kompletten... Nee, das wird nicht reichen, das wäre ja nur ein halber. Ach, dann schmilzt einfach, weißt du. Komm, drauf. Sehr schön, trink mal was. Geil. Ja, hier. Ich meine, wenn der Kühlschrank aktiv ist, das ist ja perfekt. Das kann man ja nicht anders sagen. Gut. So, dann heißt es jetzt wieder schlafen. Hallo, kannst du mal ins Bett gehen? Ja, ist wie der Anblick am Anfang der Folge. Was machen wir denn? Ja, 7, 8 Stunden wären wahrscheinlich schon sinnvoll. Denke ich mal. Was sagt euch die Nacht? Ja, das würde sogar von der Nacht passen. Das waren 540, okay. Im Prinzip die. Ja, das passt schon. Ja, dann hau rein. Wir müssen sie auch mal essen, sonst bringt es ja nichts. Ja, komm, mach 7 Stunden. Es ist übrigens noch dunkel. Alter Schwede. Okay, vielleicht kannst du ja sogar noch ein bisschen pennen.
Ja, doch, in der Tat. Das hat sie tatsächlich geschafft. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Ja, bleibt leer. Okay, jetzt schauen wir mal ins Journal. Kochen. Sind wir jetzt auf der Hälfte. Bogenschießen, das können wir dann mit einem Buch verbessern. Das ist geil. Da sind wir nämlich schon auf einem sehr guten Weg. Rätselsee, kaputter Turm, Hirschkadaver. Stimmt, da müssen wir nochmal hin. 15 Tage, 5 Schneestürmer. Ja. 3 zu 1 ist es hier. Und ihr wisst ja, wie es in der anderen Sandbox ist. Da geht's richtig, richtig rund. Ja, wir brauchen den anderen Hirschkadaver auch noch. Aber die Dinger sind auch wichtig. Temperatur. Minus 20 Grad. Wow. Ja, das wird aber nichts mit drinnen lernen. Draußen lernen. Das ist immer eine Stunde, sind wir da locker wieder raus. Von der Temperatur. Und dann lernt sie ja sowieso nicht mehr. Von daher setzen wir uns mal hier hin. Geil. Da haben wir uns gezielt sicher das Kleine gesucht. Sag mal, wie viel ist denn eigentlich Warten hier? Warten ist ja relativ teuer, kann das sein? 112. Okay, gut. Sekunde. Kochen. Nähen wäre halt wichtig. Da fehlt uns nur noch eine Stunde. Ja, dann machen wir das mal. Rinder mit. Und dann machen wir ein Nähenbuch. Ja. Hervorragend. So. Dann schmeiße ich das gerade mal hier. Da, wobei, nee, die Bücher hat man jetzt da drinnen. Und dann machen wir das auch, weil das ist besser so. Das Nähenbuch. Sehr schön. So. Die anderen sind noch zu lernen. Temperatur. Es bleibt zu kalt, verdammt. Wird dann vielleicht eher was gegen Abend, Nachmittag, Abend oder so. So. 0 von 5. 0 von 5. 0 von 5. 0 von 5, okay. Okay, wir können es uns aussuchen. Ja, da wäre Bogenschießen mir tatsächlich gerade wichtig. Okay. Und kochen. Trinken, was rede ich eigentlich heute? Das ist ja furchtbar. Ja, kommt drauf. Sehr schön, geil. So, nächstes Buch. Geil, das melde ich mich jetzt auf Level 2. Ich lege das mal ab, weil dann kann man nämlich das andere hier rein. So. Das heißt, vom Bogenschießen sind wir jetzt hier. Nee, hier. Ja, ich weiß gar nicht, mit dem zweiten schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir kommen relativ nah an Level 3. Das ist cool. Temperatur minus 4. Da könnte man es zumindest mal 1-2 Stunden draußen probieren. Warte mal. Wir versuchen mal die... Genau, das ist ein kleines. Ja, hier gibt es halt keinen Container. Das ist ein kleines. Müssten ja 4 kleine sein. Also eins haben wir ja schon gegessen, also müsste es noch eines hier rumlegen. Nee. Ja. So, das sind die kleinen. Dann machen wir die mal zuerst. So. Minus 4, naja, da halten wir es jetzt eine Stunde, halten wir es auf jeden Fall aus, das würde ich schon sagen. So, was sagt denn der Kalorienwert? Ist noch gut, ja, Verwirrtnis und so. Okay, naja, wir waren zumindest eine Stunde, ist doch schön. Okay, Sekunde. Futter, 228, dann, dann haben wir jetzt 420, das reicht für 3 Stunden. Okay, das reicht für die restlichen 4. Gut. Ob das aber vom Tag reicht? Ja, geil. Es hat gereicht. Es war verdammt knapp, aber es hat gereicht. Cool. So, das heißt... Oh, I could eat anything right now. Erstens das, ja. Und zweitens hier. Ich denke mal, das sind schon noch ein paar Schüsse. Also das ist schon noch ein Stückchen weg. Aber wir sind nicht weit weg. Das heißt eine Stunde. Ja, das schaffen wir wahrscheinlich draußen. Was sagt die Temperatur? Minus 6. Time to look for shelter. Lass uns erstmal noch ein Buch eine Stunde lernen. Geil. Draußen hat das funktioniert. Oh, ist das hell. Hervorragend. Ich bin froh, dass hier keine so Frostbeule ist. Warte mal, jetzt haben wir das Fleisch. Ja, wir haben noch eins dabei. Dann schmeiße ich das gerade mal raus. So. Das ist das Lernfleisch. So, wunderbar. Gut, so viel haben wir jetzt nicht mehr wirklich zu essen. Was sagt eigentlich? Ja, das sagt ja nichts. Das ist ja furchtbar. Trink erstmal. Okay. Dann müssen wir jetzt warten.
Drei, vier Stunden auf jeden Fall. Also machen wir erstmal drei. Genau. So, und dann schaffen wir sechs. Drei davon. Also sechs Stunden, drei davon. Wunderbar. Geil. In der nächsten Folge machen wir einfach weiter. Wir müssen noch fertig lernen. Das ist also einfach, kommen wir aus der Nummer nicht raus. Ja, es sind schon noch einige Bücher, die wir noch lernen müssen. Also ein, zwei Tage. Mal gucken, vielleicht können wir uns in der Zwischenzeit... Ich überlege halt, ob man nicht einfach sagt, wir versuchen mal Richtung dem kaputten Turm zu gehen und dort vielleicht die diesen Hirsch auseinanderzunehmen. Wir haben ja dort auch jede Menge Holz zurückgelassen. Das wäre ja schon so eine so der Ideen. Und ich mache mich nochmal schlau wegen Birkenschößling auf dem Weg. Vielleicht gibt es ja welche auf dem Weg, aber ich habe eine ungefähre Ahnung, wo es welche geben wird. Ich mache mich aber trotzdem nochmal schlau. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut.